Gute Besserung. Große Aufregung also heute in Magdeburg. Wie die Mannschaft damit umgegangen ist, das sehen Sie gleich. Jetzt geht's los mit der Regionalliga und Magdeburg, Jena und Leipzig. Sie alle haben in dieser Regionalliga-Saison noch nicht verloren. Jena konnte am letzten Wochenende sogar den ersten Auswärtssieg seit einem Jahr feiern. Matthias Pessulat verwandelte gegen die zweite von Union Berlin in der 40. Minute einen Elfmeter. Der wurde zwar anschließend noch herzhaft diskutiert, ging aber völlig in Ordnung. Es läuft also bei Carl Zeiss und doch ist die große Euphorie in Jena nicht ausgebrochen. Thorsten Püschel sagt Ihnen warum. Patrick Sander, Jenas Trainer. Der erste Dreier der Saison und er sagt zum Spiel seiner Mannschaft, mir haben die Augen wehgetan. Das Wie des Sieges hat ihm gar nicht gefallen. Zu akzeptieren, dass das spielerische Element in Liga 4 noch viel, viel Potenzial nach oben hat, das fällt Sander merklich schwer. Die Jener kommen über Banaskiewicz, der Pole. Schön vorbei und schön aufgelegt für René Eckhardt. Viertelstunde gespielt. Erste dicke Chance für den FC Carl Zeiss durch René Eckhardt, der fantastisch da in Szene gesetzt wird. In den Rücken von Thomas Franke gespielt der Ball. Roggentin ist schnell genug unten. Die Gäste aus Neustrelitz spielen hier von Beginn an gut mit. Trutko mit dem Pressschlag und sofort wird es gefährlich. Dann springt da auch noch Dvorak rein und das ist wunderlich, der kommt zu Fall und wird von Berbig von den Füßen geholt. Die Schmerzrolle des Jenaer Keepers, sie hat Erfolg. Robert Wessel, der Schiedsrichter, sagt, das war kein Foul. Glück für seine Mannschaft. Sander, der ja gewarnt hatte vor dem Spiel, das hier, das ist doch keine Hopsasa-Tralala-Liga. Die können alle gut spielen, auch Neustrelitz trainiert unter Profibedingungen. Marcel Schlosser, ganz schnell. Im Kopf und schnell mit dem Fuß. Die erste Flanke abgewehrt. Schlosser noch einmal. Schön hineingezogen. Da hinten steht Gabor Dvořák und der trifft. 1-0 Jena nach 32 Minuten durch Gabor Dvořák. 23 Jahre alt. Den haben sie in Ungarn ausgegraben beim Erstligisten Újpest Budapest. Klasse gemacht. Von Schlosser, da reklamieren sie Abseits mit ihrem Kapitän Morak, aber wir werden gleich sehen. Genau er ist es, der das Abseits aufhebt. Hier in der Mitte, da ganz hinten Dvořák, nicht im Abseits. Der Treffer absolut korrekt. Jena liegt vorn gegen Neustrelitz. Die Mannschaft, die er trainiert, Rastislav Fordul, seit 2 Jahren ist er in Mecklenburg-Vorpommern. War ja auch mal ein Jahr Trainer in Wolfen und, wer sich noch daran erinnert, bis 99 auch beim FC Sachsen gespielt. Jena gegen Neustrelitz. Das gab es übrigens schon mal in einem Pflichtspiel, ist ein wenig her, 1964 im FDGB-Pokal. Damals ging Neustrelitz in Führung und Jena kam zurück. Mit Toren von Ducke und Müller gewann man am Ende mit 2-1. Schlosser mit viel Überblick, sieht Pessulat und der mit Klasse-Schuss. Ball rauscht knapp über den Kasten. Matthias Pessulat, eine der Stützen dieser neuen Jena-Mannschaft, die natürlich umgebaut worden ist im Vergleich zu Liga 3. Roggentin nicht mehr dran. Neustrelitz kommt hier über Franke. Torunariga. Und das ist Toni Fuchs. Dvořák hinterher und der läuft plötzlich weg. Und dann ist es Robert Zickert, der hier den Fuß hinhält und das Eigentor erzielt. 1:1, der Ausgleich nach 40 Minuten. Tja, die können es kaum fassen. Vor allem dieser Toni Fuchs, der da durchgegangen war. Plötzlich rennt da Dvořák weg. Und Zickert versucht, den Ball zu klären ins eigene Tor. Marcel Schlosser, schön aufgelegt, vorbei am ersten und durch die Beine des Torhüters. Die erneute Führung, 2-1 nach 45 Minuten. Marcel Schlosser auf dem Weg zur Bank. Auf dem Weg zu Marco Lohmann, der Physiotherapeut. Nach 8 Jahren heute sein letztes Spiel auf der Bank des FC Carl Zeiss. Toll aufgelegt
und toll vollendet. Den hat er nicht nur ins Tor geschossen, den hat er richtig gewollt. Marcel Schlosser, bester Spieler auf dem Feld in Hälfte 1. Die zweite Hälfte Jena dann ohne eine einzige Torchance. Die Gäste dagegen mit zwei dicken Möglichkeiten zum Ausgleich. Kurtai ist das und Salvatore Rogoli völlig frei. Das hätte das 2-2 sein können. Glück für Jena, sie retten das 2-1 ins Ziel. Wieder ein Dreier für den FC Carl Zeiss, aber auch wieder Schmerzen in Sanders Augen. Wie viel dessen, was Sie sich von der Mannschaft wünschen, setzt Sie denn im Moment um? Ach, wir haben viel Luft nach oben. Wir sind nach wie vor zu ängstlich, aber wichtig ist, dass wir nach diesem 1-1 nicht weitergespielt haben, dass wir versucht haben, das zweite Tor nachzulegen. Und für mehr Ruhe sorgt dann selig ein dritter Treffer, der ist uns heute nicht gelungen. So mussten wir bis zum Schluss ein bisschen zittern. Jena bleibt auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen und gibt's auch beim Nachholer in Zwickau einen Sieg. Dann ist der FC Carl Zeiss ganz oben mit dabei. Und wir kommen zu RB Leipzig.